Hallo und herzlich willkommen zum Test Footage Let's Play Star Wars The Old Republic with Dex Tori. Wollen wir mal schauen. Bis jetzt läuft es schon ungefähr 6-mal so schnell wie Minecraft. Aber ich meine, ist auch nur der Ladebildschirm. Ne? Ist doch nur der Ladebildschirm. Oh, und ich habe vergessen, den Spielsound umzulegen. Oh, 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 oh. Um das richtig testen zu können, muss ich umschalten. Das mache ich auch nochmal schnell. Wiedergabegerät. Da. Kopfhörer. Geht auch. Das ist besser. Ja, der Ladebildschirm. Ist total spannend. Cabo Ort hat entgegen aller Erwartungen die Unterstützung für die große Jagd erhalten und wird Gratar, einen geheimnisvollen Repräsentanten des Wettbewerbs vorgestellt. Ich würde den Text gerne noch weiterlesen. Ja, Freunde, guck mal, ich nehme Dextery auf, ne? Genau wie bei Minecraft. So, bei Minecraft habe ich mit Shadern und allem 10 Frames und ohne Shader und alles auf schlechte Grafik 12 Frames. Star Wars The Old Republic mal im Vergleich von der Grafik her zu Minecraft. Ich habe hier volles Anti-Aliasing an, volle antisotropische Filterung und. Und trotz dessen, dass diese Welt so riesig ist, hier hohe Gebäude sind und hier so viele Bäume und so viel Vegetation ist, nehme ich gerade mit sage und schreibe 55 bis 60 Frames auf. Das ist der Oberhammer. Es ruckelt nichts, es ist... Selbst wenn ich jetzt hier hinkomme, wo jetzt so viel Nebel ist und Gegner und andere Spieler, dann geht das maximal runter auf 48 Frames. Und dann wieder hoch auf 60. Also es läuft relativ stabil und ich bin ja schon zufrieden, wenn es nicht unter 30 Frames geht. Meinetwegen kann er auch mit 30 Frames die ganze Zeit aufnehmen, ist mir doch scheißegal. Hauptsache, das sieht nachher einigermaßen gut aus im Video. Dass es gut rüberkommt und dass man dabei einigermaßen gut spielen kann. Ich kann ja mal kämpfen, wir können ja mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich jetzt die ganzen Effekte zünde. Ob er dann immer noch... Also ich sehe hier keinen Unterschied. Gut, die Frames sind nicht mehr bei 60, wenn jetzt hier alles anfängt zu leuchten im Kampf. Und ich denke mal, wenn wir hier in so einer Multiplayer-Battle-Schlacht sind, werden die Frames auch ein Stück runtergehen. Aber so? Alter, ich bin hier... Selbst im Kampf. Das Niedrigste, was ich bis jetzt gesehen habe, war 35. Aber das ist auch nur ganz kurz mal zwischendurch und dann ist wieder alles wie beim Alten. So müsste das laufen bei Minecraft. Und das war das, was ich meinte in der Minecraft-Aufnahme, wo ich gesagt habe, dass das gar nicht angehen kann. Spiele mit weitaus höherer Grafik kann ich flüssig aufnehmen mit OBS und mit Dextery. Und Minecraft nicht. Kann man nicht begreifen, muss man nicht begreifen. Ich meine, klar, ich weiß, Minecraft ist sehr, sehr CPU-lastig und Java braucht viel CPU und RAM. Obwohl so viel RAM auch nicht. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass mehr als 3 GB eigentlich von Minecraft nicht verwendet werden. Auch nicht mit den 80 Mods von Life in the Woods, auch nicht mit Shadern. Also 3 GB war bis jetzt das Maximum, was ich gemessen habe an Verbrauch, also knapp unter 3. Und dann braucht Dextery noch ein bisschen RAM, aber auch nicht so, dass das auf 8 oder auf 16 GB voll ausgereizt ist. Und ja, CPU, ich habe 8 Kerne, ich meine, was will man mehr? Mit 8 Kernen sollte er wohl
Ein bis zwei Kerne für Dextery sollte ja wohl auslangen, dass mir das läuft. Und bitte nicht, also 6 Kerne für Minecraft ist ja wohl mehr als ausreichend. Habt ihr euch das Spiel mal angeguckt? Geil. Ja, ich weiß gar nicht, ich fülle hier gerade nebenbei eine Quest. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz was ausprobieren. Nämlich, eigentlich habe ich nämlich vor, Star Wars mal wieder häufiger aufzunehmen. Und das dann mit meiner Frau zusammen zu spielen. Dass wir so ein kleines Let's Play Together machen. Vielleicht kann ich ihr auch noch ein Mikrofon aufzwängen. Dass sie da vielleicht auch Bock drauf hat, dass wir das zusammen aufnehmen. Dann können wir uns auch live für euch vor der Kamera streiten. Dann habt ihr auch ein bisschen was davon, wenn wir zusammen spielen. Das wäre ja eigentlich ganz lustig. Was haltet ihr denn davon, wenn ich so ein kleines Let's Play Together Star Wars mit meiner wunderschönen, mir holden Angetrauten mache? Schreibt's in die Kommentare, Babys. Oh, ich glaube, ich habe gerade eine Bonus-Quest. Oder habe ich eine Hauptquest? Ach, keine Ahnung. Ich habe was Questiges erfüllt. Ich habe meine Frau nicht dabei, ich kann es nicht sagen. So. Ja, ich will ja eigentlich mit meiner Frau zusammen weiterspielen. Also kann ich hier jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Außer weiter doof zu labern. Ich kann auch mal Schrott verkaufen. Kann auch mal alles reparieren. Und nochmal über meine Handschuhe sinnieren. Theoretisch sind die besser, aber ich will meine Handschuhe behalten. Und was bist du? Mein Blaster ist schlechter als der blaue, den ich gefunden habe. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Und das Artefaktausrüstung, die kann ich nicht benutzen. Oder was? Ach so, ja genau, das wäre der Gürtel, ne? Hab ich schon wieder vergessen. Ach, halt den Mund. Macht mich alles traurig. Was bist du? Ach, oh, Alter. Das wäre wohl auch geil, wa? Ey, das musst du dir mal reinziehen, ey. Das wäre mir ja knapp so. Verkaufen, verkaufen. Kein Einfluss gewinnen. Ach du Scheiße, vielleicht später. Was bist du? Dumme Hose. Weg. So, ja. Also das Spiel läuft, Frames laufen, Dextery funktioniert anscheinend. Oh, wie geil sieht das denn aus? Boah, ey, zieht euch das mal rein. Das Unwetter da oben. Mit Soundeffekt. Wie geil ist das denn, wenn es jetzt noch anfangen würde zu regnen? Das wäre so genial. Und dann dieser fette imperiale Kreuzer. Wow, wie geil ist das denn? Hammergeil. Das gucke ich mir jetzt die ganze Zeit an. Alter, wie kann man Screenshots machen hier? Ich glaube, ich muss auf Druck drücken. So, mach mal Unwetter über dem Schiff da. Mal so richtig geil. Ich glaube, das Wetter zieht weiter. Oh ne, nein. Ah. Komm schon. Scheiße, ich stehe im falschen Winkel. Ich bin keine schwarze Winkelhalbierende. Ich finde Gewitter ja so geil, ne? Also auch so privat zu Hause und so. Ich stehe total auf Gewitter. Ich finde das so obergeil. Wenn das denn so blitzt, auf einmal ist die ganze Nacht Tag. Alles ist hell für eine Millisekunde. Und danach wirkt alles wie eingefroren. Boah, so geil. Ich bin nicht nur zur Zierde. Dann kommt dieser Donner. Das schon mal gebracht und habe eine Stunde lang draußen gesessen auf meinem Stühlelein, habe mir Kaffee mit rausgenommen und eine Zigarette und habe ich mich da hingesetzt und im Dunkeln bei Regen gesessen und
das Gewitter gefeiert. Klingt bescheuert, ist aber so. Ja, hab ich gemacht. War ganz lustig. Ja, ja. Oh ja. So, es ist 1996. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Nein, Quatsch, meine Frau ist natürlich nicht weg. Die spielt nur gerade nicht mit. Ah, ich mache hier schon wieder Quests. Leute, guck mal, können wir sehen, ich bin so angefixt hier. Ah, ich mache jetzt aus. Ich bin froh, dass die Frames laufen. Ich freue mich. Ich teste jetzt gleich das nächste Spiel und dann teste ich nochmal was bei Minecraft. Und dann gehe ich in Heierbettchen. In diesem Sinne, in die Rinne, euer Antmann. Nein, Quatsch. Abgezockt, reingerockt, euer Karo Ort. Kopfgeldjäger.